ich irgendwas an mir, dass die ganzen Fische jetzt gerade ans Land schwimmen? An der Nordseeküste. Keine Ahnung, also... Oh Gott, hier ist ein 104er Dödikoros, komplett pink und grün um den Bauch. Der sieht nicht aus wie ein Delfin, der sah aus wie ein Delfin, fand ich. Zu groß. Dex, direkt vor unserer Base ist ein 104er Dödi. Nee. Komplett pink mit grünem Bauch. Oh Gott. Meine Videos sind nicht mehr jugendfrei. Guckst du dir das Ding mal an. Vor allen Dingen habe ich jetzt gerade... andere Leute haben Pelzmäntel und Schals und tolle, weiß der Geier was, Gucci-Mützentaschen und sonst was. Ich habe Lamprey-Ding. Hallo Leon. Schon eklig, irgendwie das Ding hier an mir klebt. Aber hey. Andere haben Piercings. Dex hat Lamprey. Warum nicht? Das ist natürlich die Frage. Kein Honig drin. Helena, wenn man dich mal braucht, kann ich dich mal anquatschen. Komm her. Die Frage ist natürlich, wo Benny ausgelockt hat. Hier ist alles, was er hat doch bestimmt habe. Die ganzen Honig. In dem Schrank ist noch Kacke. In dem Schrank auch. Danke fürs Nachgucken. Ich habe das nämlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Danke, Überlebende. Was sie alles fressen wollen. So, ich gehe mal Shiny Horn holen. Habe ich das eine Shiny Horn eigentlich noch dabei? Nee, okay. Das ist im Haus. Ja, und Dankeschön. Kein Honig. Ich geh mal kurz hin. Guck mal, kann man Honig kaufen? Leider nicht. Da habe ich gerade nachgeguckt gehabt. Hm. Hallo Shiny Hörnchen. Ich will lieber einen Bulbdog haben. Ich habe bis jetzt leider aber auch nicht gesehen, wo Honig zu kriegen war. Also ich habe im Sumpfgebiet zumindest so Honig gesehen. Nam 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 nam, kleine Shiny Scheiße Hörnchen. Ein kleines Scheiße. Sag mal, der Sauger, der. Guck mal, das ist schon eklig. Guck das mal an, wie das aussieht hier ganz rechts. Seht ihr das? Der Benny liegt in der Kryokammer. Ja, ist einer. Wo ist das Ding? Ja, wegzulaufen. Frisst das Zeugs. Kein Honig. Kein Honig mehr da? Okay, und der hat das eben weggeschmissen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht weggeschmissen hat, weil er keinen Bock mehr hat oder so. Kommt mal auf den Chat fragen. Frag doch mal im Chat nach, wo Honig ist. Ja, es gibt Bulbdogs in Genesis. Es gibt auch ein Bulbdog Basketball Turnier oder Basketball Quest. Die ist direkt hier nebenan. Können wir gleich mal ganz kurz machen. Aber das Blöde ist, die Bulbdogs gibt es in der anderen Höhle, nicht in dieser hier. Die neueste Krawattenmode. Ja, ein bisschen schief. Aber es ist, passt ja zu mir. Komm her, du kleines Scheißi-Hörnchen. Geh im Sumpf in den ganz hohen Bäumen. Das ist gut. Gehst du mir mal aus dem. Was ist das? Ach, diese 112er. Ja, es gibt fast alles von in den Aberration Höhlen gibt es fast alle Aberration Tiere, aber zum Beispiel in diesem. Das läuft über Wasser. In dieser Höhle sind zum Beispiel keine Bulbdogs, noch nie eins gesehen. Featherlights und Shiny Hörnchen habe ich schon mal gesehen. Oh, da sollen aber auch eigentlich klar sein. Rockdrakes habe ich auch noch keine gesehen. Ich habe mal gehört, es sollte welche geben, aber gesehen noch nie, also denke ich mal, wird keine geben. Aber Karkinos gibt's. Oh, die Pflanzen haben wieder aufgeräumt. Ein 36er Magma vor unserer Base. Das kleine Scheiße Hörnchen.
Sag mal, bleibt er jetzt in der Erde oder bleibt draußen? Aber jetzt gehe ich mal rein und raus. Das macht mich nervös. Und wenn der Dex nervös wird. Irgendwie kann ich mich dran gewöhnen an dieses saugende Teil hier, was so an der Seite an meiner Brust klebt. Wow. Wieso spawne ich eigentlich jedes Mal in einem Rex rein? Wow. Tot? Nein, noch nicht. Au, au, au. Böser Rex. Hui. Ich schmeck nicht. Au. Und jetzt da ist tot. Er tot. 96er. Jupp, ich kam nicht mehr weg. Achso, ich sehe gerade, wir haben glaube ich doch gar kein. Doch, haben wir ein Bett, ne? Oh ne, haben wir noch kein Bett. Ich kann aber auch nicht aufhören gerade, weil ich bin gerade beim Shiny Horn Sam. Aber ganz in der Nähe war ein Bett. Ja, du brauchst eigentlich, du brauchst einfach nur zum Südpunkt porten. Südpunkt bist du perfekt. Findest du das Scheinhorn ist hübsch? So ein bisschen grünlich, ne? Das die Hörnchen finde ich so süß. Aber ich mag Bulbdogs. Das ist mir alles zu niedlich. Ich will so einen doofen Bulbdog. So, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das ist Ding weg. Sag mal, jetzt habe ich jetzt die Roadrat Family hier um mich herum. Ach Gott, ich bin natürlich direkt in den nächsten Vier reingespawnt. Das Ding ist gleich fertig, werde ich mal ein Bett bauen. Voll vergessen. Bulbdogs sind die besten. Ich finde auch die Bulbdog-Brille, nicht Brille, Maske finde ich voll cool. Ah, Papadaken. Hast du mal Zelda Ocarina of Time gespielt? Ich denke mal schon, ne? Ja, habe ich durchgespielt. Das ist ein sehr schönes Spiel. Hast du noch eine Ahnung, ich weiß es leider nicht mehr, wo man die bescheuerten Masken alle abgeben muss? Ja, in der Stadt, also in In Kakariko gibt man die erste Brille. Das ist ja diese, sagen wir mal, das ist ja die Pikachu-Brille, Maske. Genau. Die gibst du bei dem Wächter ab. Ja, das ist normal, die musst du ja sowieso abgeben. Und dann? Wo kriegst du denn die nächste? Die nächste Maske holst du dann wieder in der Stadt ab. Du kriegst ja jedes Mal quasi eine Bezahlung in Form einer Maske dafür, dass du eine Maske abgegeben Richtig. Hast. Richtig, aber die nächste wäre so eine Skeletto-Maske. Weiß nicht. Aber ich weiß die nicht, wo Skeletto, ich die Skeletto-Maske musst du dann in Hyrule am Friedhof abgeben. Der Junge, der will ja gruselig sein. Ach, verdammte Hacke, stimmt. Sind jede Menge richtig gut aussehende Rechse von den Farben. Ist gerade komplett blauer mit grünem Bauch. Also richtig metallic blau. Lass mich doch in Ruhe, ich will doch nur porten. Die stehen aber total sicher hier, ne? Die Tiere. Jo. Nicht schlecht. Ich habe auch unsere anderen Base angekommen. Oh, ich bin immer noch verfolgt. Ich mache ein Bett jetzt, ne? Wenn du jetzt gleich tot bist. Ich bin gerade unterwegs nach Hause. Fox Angel, Nacht. Gute Nacht dir. Danke, dass du da gewesen bist. Nein. Auf ein neues. So. Wir brauchen unbedingt eine Treppe oder sowas bis hier unten. Weißt du, unsere Sprünge und so sind nicht so oder beste. Doch, mit den Sprüngen klappt das auch ganz gut, aber ich bin immer zu faul zu springen. So, Gott. Wir haben ein 179er Horny Shiny jetzt bei uns in Arbeit. Jetzt? Ach, nimm. Ach doch. Leider nicht der Raptor Klaus, der ist böse. So. Habe ich denn hier alles gefarmt? Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, soll ich mal Bett farmen? Bett craften? Ja, noch lebe ich. Ich gucke gerade, dass ich irgendwie an mein Zeug wieder rankomme. So, scheiße, geht auch ein Kühlschrank. Hallo, Braindead. Hallo, deine Mutti.
Deine Mutter. Da, ba, ba. Leder. Bunkerbetten haben wir noch keine, ne? Gibt's das überhaupt? Ach, erst alles später. Die Etagenbetten, da brauchst du ja die, Fabricator. Genau, Fabricator brauchst du dafür. Die Scheiße kommt nicht. Ich verwechsel die Scheiße immer mit Scheiße und Schokolade. Man weiß ja nicht ganz genau. Ich baue mal ein paar mehr Betten. Man weiß ja nie. Jetzt kommen übrigens in den nächsten Tagen die Let's Plays. Die Let's Plays vom Giganotto. Also einige die ersten zwei Folgen. Das wird interessant. Die ersten zwei Folgen sind von Giganotto sind schon draußen. Jetzt kommen die nächsten Folgen vom Giganotto. Es ist ein Chaos, Leute. Es ist ein Chaos. Chaos hoch 70, ey. Ist doch normal. Ups. Nicht gut. Böser rechts. Hui. Man kann zwar relativ gut weghüpfen und so, aber das Problem ist immer dieses Aufdodgen, wo man dann wieder zurückkommt. Käsebob. Voll Hitzewelle und am Verhungern. Alles in der Leiche drin ist. Och nö. Aber wenn du tot bist, kannst du hier. Ich habe genug Betten gespawnt. Ja, es ist. Ich ja, weiß nicht, 9 oder so. Das ganze Zeug liegt da. Wo bist du denn? Direkt am Südspawn. Da ist ein 96er Rex. Okay. Ich komm mal vorbei mit. Ja, mach mal wieder eine schöne Dex-Hat Bob Ross-Welle. Ach, mach mal irgendeine Welle. Mach doch mal keine Welle jetzt hier. Mach mal keine Welle. Ach, ich hab. Keine Munition dabei. Ich alles noch in the Schmeidi. Ich muss mal ganz das meinen. Ich finde mal unser Base hier ganz nett. Den Ravager, da kann man eigentlich auch stehen lassen, wenn du den natürlich nicht mitnehmen möchtest. Wenn du den mitnehmen möchtest, mach das ruhig. Ach Mann, blöder Rex. Ich komm. Ich muss mir ganz kurz Munition besorgen. Ja. Mein Problem ist, ich habe jede Menge Munition alles dabei gehabt. Das meine. Aber ich habe nichts nämlich mehr hier. Ich habe hier meine ganze Munition in die Mitte gelegt, ist nicht mehr da. Ich habe keine rausgenommen. Okay. Habe ich die vielleicht im Bloodstalker? Kann sein, dass ich den Bloodstalker habe. Hab nichts gesagt. Ist alles im Bloodstalker. Ist alles da. Okay. Okay, hab mein Zeug. Legen Sie weg hier. Na toll, jetzt komme ich gerade gesprungen. Heiß. Was ist? Rex. Ja. Noch schnell die Störung holen. Weißt du noch, ich sagte, dass einige der anderen Überlebenden sich nicht wieder materialisieren. Ich will ja nicht sagen, dass er knapp war, aber ich glaube, so mit 20 Leben ist nicht unbedingt noch so gut. Ne? Hoffentlich findet die Genesis-Simulation heraus, wo das Problem liegt. Und hol diese Überlebenden wieder hier hin. Oh, zurück. Ist hier die Bloodstalker da hinten? Bist du da, Dex? Trotzdem ist es seltsam. Das diagnostische Unterprogramm nicht lief, als ich die vorherige Störung behoben habe. Gleich im Schatten rum. Ich glaube nicht, dass das Unterprogramm das existiert. Jemand, der hinter der Simulation steckt, muss nach diesen Überlebenden Ausschau halten. Du bist doch gar nicht. Gut versehen. Der da oben in der Luft hängt. Ich bin jetzt gerade wieder weggesprungen. Bin wieder zur Base. Gerade die Base. Du musst einfach nur zu diesem Eisengerüst hinhüpfen. Oder ja. zum Tokyo Drift. Und beim Eisengerüst bin ich gerade. Dann bist du doch da. Da ist unser Base doch hier. Was. Oh. Da unten kriegt jemand Schaden. Da greift jemand den Bloodstalker an. Gut. Und touch the Bloodstalker.
Da war eine Unit, die hat gerade an dem Bloodstalker gearbeitet. Ah, oh, haben sie weg. Haben sie weggeschnalzt. So, ich wollte mal ganz kurz zum Dodo, nicht Dodo, zum Walpdog Basketball, was ich ja leider nicht so toll finde, weil der Name leider nicht Programm ist. Wer hat das Let's Play dazu gesehen? Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr es ja gesehen, vielleicht habt ihr es ja nicht gesehen. Mann, ich komme noch nicht. Zum Walpdog Basketball. Bier. Und bist du in der Base? Nee, noch nicht angekommen. Hab mich verlaufen. Mal wieder. Also, mach doch einfach mal die Quest an. Dann bist du doch direkt da. Was? Tokyo Drift oder Tokyo Swift Swift oder so wie das Ding heißt. Okay. Boah, die ganze Zeit am Sterben. A little bit warm hier. A little bit. Wieso habe ich kein Wasser? Ich habe doch Wasser aufgetankt in der Höhle. Kann man das nicht aufheben? Nicht gut. Ich habe little bit Durst. Alles little bit. Du hast. Shit. Ja. Also, ich glaube, das Basketball-Turnier sollte ich machen, wenn es dann, wenn es schattig ist. Weil jetzt, ich habe nämlich keine. Da bist du da. Ja. Ich gucke gerade noch ein bisschen in der Sonne, aber sonst alles gut. Deswegen Shotgun mitnehmen. Hallo. Hoi. Ich muss noch Wasser trinken gehen. Jo. Bin ich auch gerade am Verdursten. Ich habe eigentlich Wasser dabei gehabt. Also Wasser aufgefüllt gehabt. Aber irgendwie habe ich das. Der frisst sich gerade. Achtung. Ja, ich habe gerade gemerkt. Nee, ich verstehe ja manchmal auch nicht ganz genau, was er will. Weil der ist, glaube ich, kurz vorm Sterben gewesen. Ja, ich habe es gemerkt. Kannst du dir Fleisch geben? Ich habe gerade kein Fleisch dabei. Müssen wir mal hier was besorgen. Ja, doch, hab ein bisschen Fleisch habe ich. Ja. Wie viel Leben hat er? Echt ganz schön. 262 noch. Wow, von wie viel? 1500. Zum Glück habe ich das bemerkt. Das kannst du aber in die Base bauen. Ja, jetzt habe ich wieder volles Leben. Wenn du nämlich, sobald du nämlich aufsteigst, frisst er dich sofort weiter. Nein, nicht schon wieder. Ravager auch nicht. Oh mein Gott, hier ist voll der geile Ravager, voll gelb. Oh Gott, hier ist alles voll für Ravagers. Ravagers. Was ist der Warte dann? Keine Ahnung, ich bin gerade weggelaufen. So. Da kommen sie wieder. Ravagers noch nicht, jetzt. Warte. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder alles voll. Oh, das ist irgendwie 88, habe ich gesehen. 88, glaube ich, ist der. Oh. Ich kann nicht landen, ne? Der rutscht immer an diesem scheiß Stein wieder runter. Mann. Ja. Und jetzt aber auch. So. Ach, der Ravager hat meinen. Der Ravager, sag ich schon, der. Platz doch gerade mein Inventar. 108er? Ist das, das ist, glaube ich, der gelbe? Oh. Ja, oh, genau. Okay, nehmen Nein, wir mal. Schon wieder fliegen. Und der andere? Da war noch ein anderer. Oh nein, nee, der gelbe ist. Das ist, glaube ich, der gelbe hier, oder? LTLP, gute Nacht. 16 ist der gelbe. Bist du jetzt der oder ist jetzt der andere gelbe? Wie viele gelbe sind es denn jetzt? Ah, sind zwei gelbe. Vorsicht, Krillin. Okay. Das ist der 108er da unten und da war noch ein anderer, der sitzt das hier. Ist 16. Da ist der andere. So, Dreck. Okay, der anderen, hast du Zähnpfeile dabei? Ja, ich wollte den kleinen 16er noch killen. Ich leider nicht. Ich hab die alle im Bloodstalker drin. Ah, ist noch einer. Okay, dann
Schieß mir mal auf den einen. Hast du ein paar, die du mir abdrücken kannst? Ich schieße nicht auf die Schräge. Das kullert dann runter. Hallo Marino. Merci. Wie viel hast du insgesamt? Nur 50. Okay, das wird knapp. Wo ist denn der hin? Wie das irgendwo hinter uns ist oder so? Guck mal hier. Oh, oh, zack, zack. Tschüss. Da ist er. Okay. Ah, nur keine Bolas mehr gehabt. Oh ja, aber weit kann er ja nicht raus hier aus der Höhle. Ja, vielleicht haben wir ja noch einen Kühlschrank. Mhm. Aber was ist ja plötzlich für hohe Tiere spawnen? Ist er schon weg? Nee. Ehrlich? Ja. Ich geh mal testen. Ich glaube, der will doch nochmal hier zu mir. Nee, der will noch nicht weg. Ups, wohin geht der denn? Auf die. Ich würde nicht so schießen, sonst schießt die gar Pfeile sonst unnötig weg. Ich hab den eben auch so gezählt. Der ist so dämlich. Guck mal hier, wenn der jetzt springt, guck mal. Oh. Der kriegt das sowieso nicht auf die Reihe. Schocki Liebe. Liede, danke schön für die 100 Pizzis. Hey. Wo ist er jetzt hin? Na komm, bleib mal hier. Wir tanken dich. Leck. Oh Gott. Ja, komm, wir tanken dich. Ja, mal, du hast mich getroffen. Entschuldigung. Hey. Oh, ich treffe nicht. Ja, hab ich dich wieder getroffen oder hab ich ihn getroffen? Nee, du hast mich nicht getroffen. Okay, wir machen es doch wieder standardmäßig. Ja. Wie der mal springt und zack an die Decke klebt da. Das ist gut. Hallo Joggy! Das ist. Die haben wir nicht reingemacht. Ducario? Achso, Reaper. Reaper gibt es wohl? Reaper gibt's wohl? Ja, die gibt's ja in dem Biom. Es gibt im Lunargebiet die Reaper, aber keine weiblichen, nur männliche. Und er liegt. Ah, super. Na toll. Die schönste Position, die man haben kann. Einmal Arsch im Bild. Wie viel wollen wir denn jetzt? Wieso hat er eigentlich noch eine Plus 1? Ist hier noch einer unterwegs? Ich geh mal holen. Ach so, der ist doch gar nicht betäubt. Ne? Oh. Jetzt aber. Oh, jetzt. Vor den Hintern geschossen. Sehr gut. Okay. Mm. Auch nur noch Fleisch. Vielleicht ist wieder irgendwo unter dem Boden einer reingepackt und wir haben es nicht gesehen. Ich würde den Bloodstalker irgendwie hier wegnehmen. Ja. Vielleicht oben wirklich ins Haus stellen. Ja. Oh, draußen wirst du übrigens gebrutzelt. Hier liegt doch Fleisch. Aber das Richtige? Ja, meins. Ja, aber naja, haben wir kein Hammelfleisch? Ah, nee, ich meinte jetzt für den Bloodstalker. Achso, ja, das kannst du nehmen. Also, Jetzt sollte man echt aufpassen, dass man sich nicht wegkatapultiert. Wie gesagt, Reaper gibt es, aber keine weiblichen. Also man kann sich nicht schwängern lassen. Oh. Bist du das da oben? Ja. Versuch auch wieder zu landen. Ich muss der Gerät machen. Wie heißt das hier? Den Flug. Das Seil, wie das heißt, das Netz. Oh Gott. Oh, ich habe wieder kein Wasser geholt. Ich wollte doch Wasser eben ab. Warum habe ich denn schon wieder kein Wasser? Hab ich das vergessen oder geht das nicht?
Was wollte ich machen? Normalerweise müssen wir Wasser haben. Ich sag mal kurz runter, wieder Futter reinpacken. Hier, ist, Matten hast du genommen? Jupp. Danke. Pilze habe ich noch, dann gehe ich nochmal runter, ich muss Wasser holen. Eieieiei. Die extreme Hitze ist echt böse. Marino, dankeschön. Das ist schrecklich. Die Hitze ist, aber das ist das Lunargebiet. Finde ich auch voll gut, voll okay, wenn das ja, so extrem ist. Ja, passt ja auch, wenn die Sonne dann dreht. Du hast ja überhaupt keinen Schutzfilm. Du bist ja einfach nur gebraten. Da liegt eine Ecke. Irgendwas schießt die andauernd immer. Ich glaube, das ist draußen so eine Drohne, glaube ich. Die wird immer so aggressiv. Hallo Fan, dankeschön. Extrem natürlich. Kein Futter reinpacken irgendwie. Geht nicht? Musst du mal gucken, ob du ein bisschen drehen kannst. So, jetzt gucke ich mal, ob die Flasche füllen kann. Jetzt geht's, okay. War gerade eben bestimmt zu niedrig. Geht's nicht? Ich krieg zwar alles angezeigt, aber ich kann kein E drücken. Willst du mal versuchen? Ja, ich komme. Bin da. Moment, ich schmeiß dir eben raus. Ah, der hängt da so blöd drin. Oh. Er hat auf jeden Fall irgendwie die ganze Zeit so eine Eins. Also hier muss er irgendwo einer mehr sein. Einer ist noch da, ja. Ich gehe mal an sein Popo. Nee, man kann nicht auf den zugreifen. Ah doch, warte, da war es gerade. Ich hab's gerade kurz gehabt. Oder war das was anderes? Ich hab gerade irgendwie eh gehabt. Hä? Ja, rein theoretisch müsste er aber eigentlich zugreifbar sein. Der liegt ja so weit draußen. Ach, das war das. Wir haben auch den anderen nicht. Schade, 108 war ganz cool. Dann lassen wir den eben wieder wach werden. Schade. Ich gehe mal ganz kurz ein Shiny Horn zähmen. Ein zweites. Weil da war noch eins unterwegs. Ich habe noch ein paar Pilze da, wenn du noch eins zähmen möchtest auch. Ich glaube, da war noch gerne, eins ich unterwegs. Ich habe auch noch keins. Martino, ich wohne nicht in Deutschland. Auf Sizilien wohne ich. Welche Pilze waren da für die? Die habe ich dabei, das sind die braunen. Okay. Die kann man, die besten Pilze, die man eigentlich auch immer schlucken kann. Die kannst du essen. Schlucki, schlucki. Wo seid ihr? Achtung auf die, pass auf die, die Lamprey auf. Aber ganz ehrlich gesagt, die lutschen nur eine Runde an dir und machen eigentlich nichts. So sind die Lampreys. Ich meine die Shiny Horns. Eins war noch hier, das war noch ein 44er. Aber irgendwie scheint es mir jetzt nicht mehr da zu sein. Auch die ganzen Roll Rats sind plötzlich wieder weg. Kein einziges mehr da, gerade eben waren so alles voll. Der schöne Sabertooth, der da festgepackt ist, der Tote. Aber es kann sein, dass sie die gespawnten Ravengers, die gekillt haben. Das kann sein, ja. Möglich. Ich auch gerade ein bisschen am gucken, aber ich sehe auch gerade keine. Das ist eine Lunarhöhle. Hallo Wolfzocker, schön, dass du da bist. Also ich höre auf jeden Fall kein Bäh oder so. Ich glaube, wenn die einmal liegen, kann man die mit dem Bloodstalker nicht mehr rausziehen. Willst du mal versuchen, mit dem Bloodstalker den rauszuziehen, den Ravenger? Ich weiß nicht, ob das geht, keine Ahnung. Ja, kann man es mal. Mal probieren. Hallo Dennis. Die Höhlen im Lunargebiet sind sowieso die besten. Da braucht man keinen Schutzanzug für Hitze, für Kälte, gar nichts. Das ist alles total easy. Vor allem hier bei der Höhle hast du ja Wasser und alles. Super. Wo bist du? Ja. Nimm mal hier das Fleisch wieder.
Jo. Ich gehe mal ganz kurz nach draußen. Ich will mal gucken, ob es dunkel geworden ist. Aber auch nirgendwo einen Ravager gesehen, also irgendwas ist anscheinend gerade auch buggy. Scheiß Hitze mal. Die Kälte ist okay, aber die Hitze hier drin, das ist, ich mag das auch nicht, wenn das so, wenn das dieses Verschwommenheit, wenn du dann so heiß hast, da ist es so eklig, schrecklich. Ranger. Ich habe damals Gummibärchen gegessen. Gummibärchen fast wie Salat gegessen. Alles wirklich runtergeschluckt. Jetzt esse ich keine Gummibärchen mehr. Mag ich überhaupt nicht mehr. Ist nicht mehr so mein Ding. So viele Gummibärchen. Too much Gummibärchen, genau. Achso, ich wollte ganz die Zähnpfeile holen. So. Bist du auch wieder hochgekommen? Ja. Yep. Warte mal mit Test mit dem Blackstalker. Müsste vielleicht gehen. Nee, Lucario, das kannst du mir ja mal erklären. Was gibt es bei Animal Crossing New Horizon? Was gibt's denn da? Ich verstehe das nicht. Warum das alle so sehr spielen? Naja, ich habe die Animal Crossing Spiel zwar auch mal gesehen, aber mich haben sie jetzt nicht so begeistert. Ja, was ist es denn? Ist doch kein Pokémon-Spiel, wo man Pokémon sammeln muss. Was gibt's denn da? Eher mehr, wie soll ich sagen, wie einen Harvest Moon. Also sehen, ja. Farming Simulator oder was? Also Farmen und sowas oder wie oder was? Ich finde es so vom dem Spiel her, was ich so kannte bis jetzt. Aber auch nicht rausgezogen. Nur an die Wände. Lass ich aber auch nicht sehen, gar nichts. Dennis, gar kein Tipp. Wenn du bist schon auf der besten Karte unterwegs, das passt schon mal. Alles andere kommt eigentlich von alleine. Ich weiß es gerade jetzt in der Hitze hier rumzurennen. Mann, kriegst du nicht rausgezogen? Nö, ich glaub nicht, der schießt durch. Guck mal, ob ich da irgendwie mal so einen Punkt erwische, wo ich ihn füttern kann. Hat ja auch bei den Bienen damals geklappt. Wie lange ich schon YouTube mache, ich habe gar keine Ahnung. Wie lange mache ich schon YouTube? Man müsste das eigentlich auf dem beim ersten Video von HNZ1, glaube ich, sehen, glaube ich. Wie viel? 5 Jahre? Du hattest ja, glaube ich, sogar noch ein älteres Video gehabt, unter Daniel G., glaube ich, sogar noch. Nee, das ist aber nichts mit Let's Play zu tun. Das habe ich damals, man konnte ja bei Spore, bei dem Spiel Spore, konnte man Videos automatisch beim Spore direkt hochladen auf YouTube. Und als ich meine Monster da erstellt habe, habe ich die auch direkt hochgeladen. Das hat nichts mit. Okay. Das war einfach so. Konnte nicht rausziehen, ne? Geht nicht mehr, ne? Konnte nicht rausziehen. Nicht füttern. Lassen wach werden. Bitte, gute Nacht. Ah, Spore war cool. Spore hat mir immer gut gefallen. Nee, dann Pech gehabt. Dann kommen wir hier nicht dran. Scheiße eigentlich. Ich warte, bis es dunkler wird, dann kann ich da oben nochmal eine Runde Basketball spielen, weil ich kann ja nicht mal den Tokyo Drift machen, weil es da zu heiß ist. Wir haben ja kein Suit dabei. Stimmt. Auch gerade, ich sehe es auch nirgendwo unter dem Boden irgendwie so ein Ravager. Der immer noch plus 1 hat. Hier ist ein zweiter. Ich wollte gerade sagen, das ist doch schon ein Bloodstalker. Wir hatten hier 2. Ja, der ist der von mir. Ich habe den da oben hingeparkt. So lange. Hier ist jetzt noch einer drin. Ein anderer Spieler. So. Bin ich nicht rausgezogen. Kann ich auch nicht füttern, leider. Alles probiert. Wie viel Tafel Schokolade ich die Woche esse, das kann man gar nicht sagen. Ich esse auch nicht immer die gleiche Schokolade, ich mische immer schön.
Ich bin aber, wenn ich habe, bin ich totaler Snickers-Fanatiker. Also am Abend, wenn ich kann, dann weiß ich nicht. Währenddessen des Let's Plays. Keine Ahnung. 3, 4 Riegel. So im Dreh. Also die sind auch so teuer. Ich finde das immer, dass die so schrecklich teuer sein müssen. Aber so ist das eben. Stimmt. Ja, Snickers-Riegel sind unverschämt teuer. Meistens hat man ja den Namen leider. Ich gehe jetzt mal wieder. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt hier? Wir haben... 0 Uhr 7. Nee, 19 Uhr 38. Achso, in-game meinst du? In-game, ja. Wegen der Hitze. Dann kommt es gleich wieder schattig und dann ist gut. Schattig gucken oder ausnutzen. Snickers-Eis ist so ganz okay. Zu viel Eis, zu wenig Snickers drin. Ich mag sowieso keine Eissorten. Also essen tue ich so ganz klar, das heißt mögen, aber ich finde, ich mag das nicht, wenn das Eissorten sind, die irgendeinen Namen dabei haben. Snickers, Milky Way und so ein Quatsch. Das ist alles nur so wenig von dem Produkt drin und viel zu viel Eis. Also nö. Marino, gute Nacht. Ich streame jeden Freitag und Sonntag ganz fix. Und letzte Zeit auch immer jedes Mal den Samstag. Also sehen wir uns dann morgen. Ach, portest du dich? Oder hat sich da gerade geportet? Nee, ich bin noch hier. Ja, und dann Lucario, ich weiß nicht, Lebenssimulator. Ich habe mir das mal angeguckt bei irgendwem, aber das ist nicht so massig, wo ich Spaß dran habe. Irgendwie keine Lust auf sowas. Okay, ich glaube, wir bauen am besten ein paar Bodas für den. Dann kann er nicht immer wieder wegspringen, wenn er gleich aufwacht. Im Snickers sind alte Nüsse drin, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hatte bisher noch keine alten Nüsse. Es knallt hier auch die ganze Zeit gerade. Aber die Schatten werden gerade länger. Wenn man das sagen kann im Luna-Gebiet. Also die Snickers-Produktion ist tatsächlich bei mir um die Ecke direkt. Ja? Also ich war da auch schon gewesen bei mal als, ich sag mal, Gas und keine alten Nüsse, die hier verarbeitet werden, im Gegenteil. Geh doch mal vorbei, sagst du, ich mache gerne Werbung für die. Ich mache gratis Werbung für die, wenn sie mir jeden Monat ein paar Pakete zuschicken. Naja, wenn du da arbeitest, kriegst du da tatsächlich quasi so viel, wie du willst. Nur, dass die Mitarbeiter nach einer Zeit die Nase so dermaßen voll haben, dass sie schon die kostenlose Sache da gar nicht mehr mitnehmen. Taschi, gute Nacht. Gnömsche, gute Nacht. Von der Ausbildung her waren wir da auch mal auf Besichtigung gewesen. War eigentlich ganz interessant. God of Duty, hab ich Bock, ja? Hätte ich Bock zu. Ich mach mal folgendes. God of Duty war sogar vor einer Weile mal gratis gewesen. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich fand aber. Und Steam hatte das verschenkt. Steam verschenkt mal was? Jupp. Jetzt auch allgemein wurden mehrere Spiele verschenkt wegen Corona-Zeit. Einfach, dass die Leute zu Hause bleiben sollen quasi. Ah, okay. Muss ich, glaube ich, vielleicht mal einen Bereich machen bei Discord. Damit man das dann. Ups. Dass man das vielleicht da reinschreiben kann. Ein Rollback. Morgen, morgen könnte man das vielleicht mal testen. Jetzt geht's. Level 48. Ich leg dich gerade mit dem falschen an, Kollege. 120er Defense Unit. Ich bin kein, also ich weiß nicht, ich verstehe den Hype nicht bei diesem Spiel, aber ich kann das ja nicht alles. Hast du Lust auf ein Rennen? Ich kann ja nicht alles verstehen. Geschmackssache. Ja, ich kann das nicht alles. Ich kann nicht alle Spiele verstehen. Das wäre ja noch schöner. Dexter, ja, alles verstehe. Ich meine, man hat ja auch immer seinen eigenen Geschmack. Da sind Spiele, auch Fortnite ist ja extrem gehypt, man muss es aber mögen. Der Ein- und Ladungslink von Dings geht schon wieder nicht. Das funktioniert irgendwie gar nicht mit diesem Scheiß.
Fertig. Los! Was? Ich flieg mal eine Runde, weil es sowieso heiß gerade ist und ich brutzel gerade weg. Dreh dich doch. Komisch, im Haus haben wir sogar kalt. Ja, weil du im Schatten bist. Im Schatten ist es sofort kalt. So lecky auf dem Server. Aber es hat nichts mit dem Server zu tun, Leute. Das ist einfach... heute läuft es eigentlich ganz gut, ne? Ich kann sagen, also heute geht es eigentlich. Ich habe Gibraltar aber auch angeschrieben gehabt, dass es fast unspielbar war, letzte Zeit. Ja, auf jeden Fall. Auch im Sumpf ging jetzt heute sogar einigermaßen, wo ich eben da gespawnt war am Anfang. Oh, ich bin tot. So verbrennt mich die Strahlung, ich bin noch schlecht in der Höhle. Ich bin jetzt in 49 Sekunden bin ich tot. Ui. Ja, ich bin gerade durch das Zeugs geflogen, durch die Grütze. Ah ja, da wo ich ja letztes Mal besichtigt hatte. Hey, wieso hab ich das Ding? Das habe ich echt verpasst? Boah, lag das gerade. Was hast du verpasst? Ich habe irgendwie einen Ring verpasst, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ist egal. Ist hier so vorbei. 20 Sekunden bin ich tot. Tot! Bitte gute Nacht. Bei dem Debuff kannst du gar nichts machen, oder? Bitte? Bei dem Debuff da, wo der nach einer Zeit stirbst, da kannst du gar nichts machen, oder? Wenn du die richtige Rüstung anhast, das ist kein Problem. Was heißt Problem? Du kriegst zwar ein bisschen Schaden, aber das ist nicht. Aber das Gute ist, wenn man in so einem Drift stirbt, ist der Loot direkt vor der Tür. Also was heißt bei dem Loot, bei dem Drift-Start. Ah. Die Sachen sind nicht weg. Ja. Ja. Mr. Beast. 007. Ganz Rollrad sind aber auch weg. Gar nichts mehr. Hätte sich also nicht mal gelohnt, wenn ich dann losgedüst wäre, um das Material zu holen, also den ganzen Honig. So, ja, die sind glaube ich gestorben, weil der Ravenger, der war auch ziemlich hoch, der hat glaube ich alle gefressen. Ja, da war ja auch glaube ich ein Dreierpack sogar am Anfang. Smalls, what is Smalls? Smalls. Steig auf, Überlebender! Zeit für ein Rennen. I don't know what you mean. Auf geht's! Los! Hier ist auch ein neues. Das Beta-Rennen ist sowieso easy. Wenn es keine Lecks gibt und wenn ich keine Fehler mache, also keinen großartigen Fehler, dann geht das immer. Wow. Das dauert eine ganze Weile, bis er aufwacht. Hast du das geschafft? Achso, meinst du aufwacht? Ja, um ihn neu zu sehen. Ich habe aber mal eine ganze Ladung im Bodas hergestellt. Der liegt dann ja sowieso wieder schnell, wenn er aufgewacht ist. Aber der scheint allgemein zu packen. Hier ist nämlich nur ein Ravager. Ich habe auch schon unter dem Bogen geguckt. Der hat aber trotzdem die ganze Zeit den Buff. Hm. Keine Ahnung. Bestimmt ein Fehler. Jo, glaube ich auch. Weil der liegt eigentlich so, dass man den kriegen müsste. Weil drumherum ist ja jetzt nicht so viel an verdeckt von dem Ravager. Ich mag das Tokyo Drift Rennen hier. Nur leider ist das bei mir. Bei, wie heißt das? Wie heißt das nochmal? Bei Alpha habe ich es immer noch nicht geschafft. Es ist auch so bockschwer auf Alpha. Ja, allgemein die Alpha-Sachen sind ja ziemlich übel teilweise. Geht. Also ich finde, das Tokyo Drift kriege ich nicht so genau. Du musst wirklich, du darfst keinen Ring verpassen. Am besten auch keine. Wow, wir hätten hier die Zähnfalle gebaut. Am besten auch keine Boost. Wenn du einen Boost verpasst, ist das schon sehr, sehr knapp, dass du es schaffst. Hallo, ich. Basti, danke schön.
Hoch die Hände. Wochenende. Das ist schön. Warum hat das nicht vorgelesen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hoch die Hände, Wochenende. Noch über eine Minute Zeit, ins Ziel zu kommen. Das ist so leicht auf Beta. Nicht viel Zeit, sagt sie. Ich bin aber schon im Ziel. Ziel, ja. Erster. Gut gemacht. So, was haben wir bekommen? Der Erste in der Simulation. Ich bin der Erste in der Simulation. Warum? Bin ich wirklich der Erste? Gamma, bin ich der Erste? Beta, bin ich der Erste? Nice. Aber ich muss das unbedingt auf Alpha schaffen. Auf Alpha hat das noch keiner geschafft. What? Und keiner hat Dodo Basketball gespielt? Balbdog Basketball? Aber es ist gerade schattig geworden. Das ist gut. Nein, nicht. Ein Holzschild. Ich bin ja sowas von... begeistert. Da steht's. Mach an. Mach Licht an. So. Jetzt ist mich Jans ein bisschen kalt. Aber jetzt gehen wir das Basketballspiel mal machen. Ich habe übrigens einen Ravagier-Sattel bekommen. Eine blaue oh, Fackel. Nice. Was habe ich hier? Ein Knödel? Ne, Belzebufo-Sattel. Auch nicht schlecht. Ich kratze mir heute den ganzen Tag an der Nase. Ich habe hier ein bisschen... Ach, hier spielt schon jemand Basketball. Komm, wir gehen mal gucken, wie die Basketball spielen. Eine Flausenmaus. Wie habt ihr gerade gesehen, den Balbdog, wie der langsam nach oben fliegt? Viel lustiger ist, wenn du mal mit so einem Blasebike da rumflatterst. Darfst aber kein Equipment nehmen. Genesis, weiß ich gar nicht, wie viel kostet Genesis? 29 Euro, glaube ich, oder so, ne? Das ist recht teuer, finde ich. Aber es sind ja die ganzen DLCs, die waren ja immer mehr oder weniger teuer. Ja, schön. Warum er es von so weit wegwirft, weiß ich gar nicht. Wer ist denn das? Wer wirft hier? Ich kann leider nicht hinter ihm her, mal gucken. Es ist der XXXXXandria oder sowas, ich weiß es nicht. So. 29,99. Wir spielen das erstmal auf Gamer. Komm mal runter. Man braucht sich gar nicht hier hinstellen übrigens. Man kann auch hier, wir können auch ganz gemütlich von hier werfen. Ich bin das ja so gewohnt. Ich finde das so doof, dass es Space Jam heißt. Vor allen Dingen Space Jam. Kennt jemand den Film Space Jam? Ja, das wäre eigentlich Basketball. Ja, das ist ja Basketball, was wir hier machen. Aber ich finde, Space Jam, da springen die über den Korb und hauen das Ding im Dunking rein und hängen sich dran. Und das ist nicht hier irgendwas, was du hier machst. Ja, gut, ich denke mal, da war ein bisschen schwer umsetzbar. Das sollten ja, ich denke mal, in erster Linie so Minispiele sein, ein bisschen zur Auflockerung. Der hat noch immer gut die Hälfte an Torbohr voll. Ja, das dauert noch lange, bis der kommt. Bis er wieder zurück, bis er wieder fit wird. Jo. Oh,
Er ist voll ausgenommen. Oh, Schakalaka. Ja, gut gemacht, Überlebender. Die Zeit ist um, Überlebender. Yeah, Party. So, machen wir mal Beta. Ja, Beta ist gestartet bei mir. Aber ich habe keinen Bulb-Dog bekommen. Hallo? Basketball ohne Ball? Hallo? Ah, da kommt er. Mit Verspätung. Also wenn jemand Space Jam, den Film, kennt, dann würde ich gerne, dass das hier ein Sprungbrett ist. Dass man so in die Luft jumpt und den dann da oben so reinballert. Aber es zählt nicht. Space Jam direkt in der Nähe von uns oder wo ist das? Ja, ja, direkt ein paar Meter weiter von dem Dings. Da direkt an dem Eisengerüst. Oh, dann komme ich mal hoch. Bis der da mal aufgewacht ist, das dauert ja noch eine ganze Weile. Das dauert was, genau. Oh, was war das denn? Der ist gar nicht hochgegangen. Ach ja. Ach, da ist wieder ein Rexe. Gut, dass wir die Tiere hochgestellt haben. Ich glaube, das ist ein bisschen mit unsicher da unten. Der ist schon wieder runtergerutscht. Sag mal, willst du mich veräppeln? Der will mich veräppeln. 134, ein grüner. Rex, ein Pack-Rex. Oh, keine Pfeile mehr. Verdammt. Ich habe Pfeile, ja. Da ist ein 134er in grün. Pack-Rex. Wenn ihr müsst bei Genesis ins Lunargebiet Süden und dann kommt ihr automatisch an dieses Teil hier und hier ist nämlich dann direkt das Bulb-Dog Basketball und dann kommt dann direkt daneben das Tokyo Swift. Oh, ich seh's. Das Ding ist nicht so was sehen da. Also irgendwie habe ich gerade das Problem, dass der nicht immer macht, was ich möchte. Nochmal. Oh. Der Techno-Rex. Ist der gezähmt oder so? Ne, einfach. Will nicht. Der will nicht mehr. Der will nicht mehr. Jetzt ist er drin. Nochmal. Aber es ist. Bei diesen Basketball-Sachen ist das ja sowieso uninteressant, ob man die schnellste Zeit hat oder nicht die schnellste Zeit, weil hier gibt es keine Zeiten. Hier macht man einfach. Oh, ein ziemlich schwerfälliger Balldex. Ich verstehe das nicht. Der geht manchmal gar nicht hoch. Der geht einfach, bleibt immer unten. Jetzt müsste der eigentlich drin sein, aber eben fliegt er immer Richtung Korb und rutscht dann erstmal so nach einer halben Sekunde irgendwie an der Seite runter. Okay. Wieder Pfeile hattest du denn noch? Ich würde gerne werfen, da passiert gerade nichts. Okay, war gerade lecky. Bitte? Wieder Pfeile hast du denn noch? 100 noch was. Oh, das ist gut. Aber der Rex, den sollten wir schon mitnehmen. 134 ist nice. Nee, ich werde heute keinen T-Rex mehr erzählen. Das wird schon halb eins, das ist schon spät. Okay. Ich mach das jetzt noch zu Ende, aber ganz ehrlich, das läuft ganz komisch. Manchmal geht der ganz normal nach oben und manchmal hängt der ganz komplett fest. Das ist sehr, sehr eigenartig. Egal. Aber man hat so viel Zeit hier. Guck mal, ich spiel auf Beta. Das müsste eigentlich voll schwer sein. Und dabei ist das voll easy. Noch einmal reinwerfen, dann ist das Ding gegessen. Komm, wir machen das von hier, so. Okay, dann eben nicht. Super versucht. Mein Ball rutscht weg, mein Ball rutscht weg. So. Guck mal! Was war das denn? Der ist gerade bei mir runtergefallen und wieder hochgegangen.
Ganz komisch. Ja, fertig. So wird's gemacht, oder? Ja, Party. Das finde ich nicht schön. Ich finde, das Bulbdog-Rennen ist eine lustige Sache. Ich hätte das aber gerne lustiger gehabt, indem man so hochjumpt und von hier oben so reinprescht. Ja, Alpha ist auch voll easy. Oh, das ist eigentlich eine coole Rüstung. Ich habe eine, also nicht unbedingt beste Rüstung, aber ich habe eine grüne Wüstenrüstung bekommen. Willst du mal machen hier das Rennen? Das ist das Basketball? Ja, gerne. Muss hier aktivieren, mach's auf Gamma und dann hau rein. In der Mitte kriegst du einen Ball. Den Basket-Case. Nee, du musst stehen bleiben. Achso. Also, man könnte zwar auch einen Slam machen quasi da hinten. Ja, aber geht nicht, das zählt nicht. Du musst, deswegen meine ich ja, hinstellen, zielen und dann werfen und dann treffen und dann ist gut. Der geht rein, ja. Beim ersten, ich glaube, all Gamma mussten, glaube ich, nur 5 Punkte oder sowas machen oder sowas ähnliches, ne? Ja, betest dich quasi selber rein. Das ist übrigens. Lydia, danke schön für die Bitsies und gute Nacht. Au. Wow. Ja, das war nix. Ich wollte gerade sagen, du hast getroffen, da hinten ist der Asteroid eingeschlagen. Okay, Asteroiden fallen gerade vom Himmel. Es erhöht der Schwierigkeitsgrad, wenn was im Ball. Ja, ich glaube, da kommt was. Da kommt was auf dich zu. Nee, noch nicht. Das sah aus, als ob der gerade hier runterkommt. Das wäre aber unfair, wenn der hier hinknallen würde. Ja, da bist du gerade das Spiel und gewinnt. Ja, ich gewinne. Klatsch. Laura, ich höre jetzt gleich auf zu streamen. Wir sind gleich fertig. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz dem Krillin zu und dann mache ich jetzt dann auch Schluss. Das ist auch wirklich total easy eigentlich. Das ist einfach, ja. Wenn du an der richtigen Stelle stehst. Aber es macht keinen Spaß, weil ich hätte lieber, also das Dodo-Basketball ist okay, es ist ja auch Dodo-Basketball, Basketball. Wenn ich aber jetzt hier Space Jam, okay, es ist klar, Space, dann wollen die das so nennen. Aber ich fände dann eher, dass man so von der Luft aus, von oben runterwerfen sollte. Das fände ich ganz cool. Naja. Den habe ich bekommen, das war's. Ja. Ah, was ein bisschen fertig, ne? Jo. Du kriegst erst ab Beta was. Hä? Spring! Was auf der Hagel gerade? Böse sogar. Wollte eigentlich zu unserer Base, so. Mit der Shotgun kommt man am besten überall. Ah, siehst du. Ah, So. Ich lock mich sogar wirklich hier aus. Weil die Base ist eigentlich recht sicher. Ja. Ich werde wahrscheinlich dann mal den Vorschlag annehmen von... Oh, da guck einfach runter vor Benny. Aua! Ich werde aber alles hier reinlegen. Alles, was ich habe. Beim letzten Mal, als wir gestorben sind. Stoffelchen, Dankeschön für die 210 Zenis. Party 1, 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 Party 100, Party 100. So, ich habe ja alles reingeschmissen. Ah, warte mal, das sind Sachen, die vergammeln, verschimmeln, die schmeiße ich lieber in den. In den Kühlschrank. So, ihr Lieben. Ja, dann auch allen gute Nacht. Ich sage jetzt mal gute Nacht. Mal gucken, wen wir vielleicht noch raiden können. Mal gucken, vielleicht ist ja noch irgendjemand da, den wir mögen und kennen und sowas. Ja, wir lassen das heute mal sein mit dem Raiden. Aber wir sehen uns morgen wieder. Morgen 21.30 Uhr wieder zum Stream. Und dann, ich habe da so ein Game. Ich habe da ein Game, mal sehen, ob wir das morgen im Stream spielen. Mal gucken. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Ansonsten murmeln wir, weiß ich nicht. Ich wollte mal nochmal ein Spiel testen. Wir können das aber auch so ein bisschen was von dem Spiel und ein bisschen was von einem anderen Spiel, ein bisschen murmeln und ein bisschen mischen. Können wir ja mal gucken, wie wir das morgen Abend machen. Also, wir sehen uns morgen 21.30 Uhr, ihr Lieben.
Ich bin aber raus. So. Dann euch da draußen noch gute Nacht und danke für die Bitsies und für die ganzen Followers und für die ganzen Abos und so weiter und so fort. Bis morgen.